Guten Abend miteinander. Wie schon erwähnt von Aalenbach, mein Name ist Tobias Steiner. Ich bin bei der SUVA seit 3 Jahren als Sicherheitsingenieur angestellt. Bevor vorher in verschiedenen Positionen gesehen, eigentlich auf dem Bau seit 25 Jahren. Tut mich das begleiten, habe Mauern gelernt, wie er es gesagt hat, nachher Hochbauzeichner. Habe während ein paar Jahren nachher in der Planerseite gearbeitet, als Bauleiter. Habe nachher die Ausbildung gemacht zum Techniker und zum Bauführer. Und ich nachher bei der grössten Unternehmung auf dem Platz Solothurn während 10 Jahren als Bauführer und Kalkulator gearbeitet habe. Bevor ich selber noch eine Geschäftsführung gemacht habe, von einer mittelgrossen Bauunternehmung mit 50 Leuten, ebenfalls auf dem Platz Solothurn und bin jetzt seit 3 Jahren, wie gesagt, bei der SUVA. Ja, ein bisschen aus familiären Gründen, weil wir immer mehr gewachsen sind und ich kaum mehr Zeit für die Kinder hatte, neben dem Arbeiten, habe mich dann entschieden, halt das Glied zurückzutreten. Das Thema, das wir heute haben, Asbest, sollte eigentlich jedem bekannt sein. 1939, also vor 75 Jahren, ist die erste Berufskrankheit anerkannt worden von SUVA wegen Asbestexposition. Und gleich sind wir heute hier und über das diskutieren. Also es war ein langer Weg. Ich will euch das doch ein bisschen aufzeigen, wie der Weg stattgefunden hat. Also manchmal dunkt es mir selber ein bisschen erstaunlich, was das so stattgefunden hat. Ich selber in meiner Tätigkeit bin wenig mit Asbest konfrontiert worden. Aber im Nachhinein muss ich sagen, bin sehr viel mit drinnen gestanden. Sei das bei Umbauarbeiten, wo man einfach Novilonböden rausgerissen hat, Fliesenkleber abgespitzt hat und einfach das nicht gewusst hat. Und da sind wir einfach heute einen Schritt weiter. Wir wissen mehr, wir haben sehr viele Luftmessungen gemacht bei verschiedenen Tätigkeiten und wollen einfach schauen, was in 30, 40 Jahren nicht wieder die gleiche Problematik entsteht, wie wir heute haben. Aber dazu gibt es nachher mehr. Ich werde euch die Eigenschaft und Verwendung von Asbest näher bringen. Nachher die Asbestexposition heute ist ganz eine andere, als dann, was produziert wurde und verarbeitet worden ist. Und zum Schluss nachher noch Asbest erkennen, richtig handeln. Dort ist mir eigentlich vor allem wichtig, was ihr dann wisst, wo kann ich Hilfe holen, wo kann ich nachschauen, wenn ich etwas brauche und wo sind meine Ansprechpersonen. Starten würden wir mit dem Thema, was ist Asbest überhaupt? Das ist eine mineralische Faser, die ganz natürlich vorkommt. Natürliche Fasern, anorganische Fasern und ist eigentlich vor allem bekannt worden durch die feinfaserige Struktur, die ihr auch die Eigenschaft nachher gegeben hat, die sie hat. Asbest unterscheiden wir in 2 Gruppen. Das eine ist eigentlich der Chrysotil, der in Amphiboasbest gehört, in Serpentinasbest gehört, Weissasbest, ist etwa 90% von allem, was man verbaut hat, ist Weissasbest. Die anderen 10% teilen sich aufteilen um Amosit und Krokitolit. Das ist dann nachher die sogenannte Amphiboasbest oder besser bekannt unter den Hornblenden. Asbest, was heisst das? Auf Griechisch Asbestos und das trifft es, glaube ich, recht gut, der Nagel auf den Kopf, unvergänglich, unauslöschlich. So verhält es sich auch eigentlich im menschlichen Körper innen nachher. Auf dieser Folie seht ihr den Grössenvergleich mit einem menschlichen Haar, das wir hier haben, Breite, und dann eine Asbestfaser. Also hier haben wir so eine Asbestfaserbüschel und hier wieder ein bisschen weniger. Und die Asbestfaser neigt dazu, sich in der Länge noch immer weiter aufzuspalten und wird wegen dem nachher auch aufnehmbar für unsere Atemwege. Kriterien, was eine Asbestfaser lungengängig wird, ist so definiert, sie muss länger als 5 μ, also 5000 mm, der Durchmesser kleiner als 3 μ und das lange Durchmesserverhältnis muss grösser als 3:1 sein. Dann wird die Faser so in uns aufgenommen, was dann nachher der Körper eigentlich mit den eigenen Fresszellen nicht mehr kann zum Körper ausschaffen. Eigenschaften hat Asbest unbestritten einen ganzen Haufen nützliche, gute. Wegen dem war das auch der Renner, bis man eigentlich die gesundheitsgefährdend erkannt hat. Asbest ist hitzebeständig bis gut 1000 Grad Celsius. Weiter beständig gegen Chemikalien, viele Säuren und natürlich auch wasserbeständig. Ist elektrisch isolierend, aber auch thermisch. Mechanisch belastbar, hat eine gute Zugfestigkeit, hohe Elastizität, ist kostengünstig. Das ist auch der Grund, warum es nach wie vor vielen Orten abgebaut wird. Komme ich da noch eins dazu, wenn wir
bei Asbest Import anschauen. Und sicher auch nicht zu vernachlässigen, es war gut einbaubar in verschiedene Bindemittel wie Zement, Bitumen oder eben auch Kunststoff. Verwendung von Asbest bei Gebäuden und technischen Einrichtungen bis 1990 oder vor 1990. Dann ist nämlich das Asbestverbot gekommen. Und wie ich eingehend schon gesagt habe, 1939 ist die erste Berufskrankheit wegen Asbestexposition anerkannt worden. Und 51 Jahre später fängt das Verbot gekommen. Da kann man sich vorstellen, wie stark was hier lobbyiert worden ist. Jetzt will man es besser machen. Die Produkte, die bekannt sind, Faserzementplatten, also in erster Linie Dachschiffer oder Grosswellplatten, sicher unter dem Namen Eternit, allen ein Begriff. Hier reden wir von festgebundenem Asbest, hat etwa 15% Chrysotil drin und ist eben, wie gesagt, festgebunden in dieser Zementmatrix. Weiter Rohrisolationen ist ein Thema. Elektroisolation, allen bekannt. Grundplatten, vielmals aus festgebundenem Faserzementplatten. Aber nachher die Auskleidung wegen dem Brandschutz war nachher vielmals schwach gebunden gewesen, mit Leichtbauplatten, die bis zu 40% Asbest drin hatten. Und ebenfalls auch bekannt der Spritzasbest. Der ist eigentlich zu einem grossen Teil saniert, aber den hat man früher natürlich gegen Brandschutz auf ganz vielen Eisenträgern aufappliziert. Aber ist heute nicht mehr so ein grosses Problem, weil, wie gesagt, die meisten Gebäude sind schon saniert auf Spritzasbest. Ich habe hier noch aufgelistet weitere Sachen, zum Beispiel Unterdachplatten. Kennt man sicher auch ein Produkt von der Eternit, das GA-Unterdach. Wird seit 1982 asbestfrei produziert. Also eigentlich schon 8 Jahre vor dem Asbestverbot hat man bei Eternit angefangen, asbestfrei zu produzieren. Das Blumenkistchen zum Beispiel 1980, schon ein bisschen früher, oder? Ab der Grosswellplatte bis 1990. Elektro-Tabo, schon gesagt, Unterlagen bei Lampen, allgemein alle elektronische Installation hat man vielmals Asbest verwendet, auch hinter Heizkörper. Unger- und in Bodenbeleg, bekannt sind vielleicht die einschichtigen Floorflexplatten, die quadratischen. Dort ist die Asbestfaser fest in dieser Kunststoffmatrix eingebunden. Anders ist es noch bei mehrschichtigen Bodenbelag, bei den CV-Kastenvinylbelägen. Dort ist dann wirklich, also bekannt vielleicht ein bisschen besser unter dem Novilon, dort ist wirklich die unterste Schicht fast reinen Asbest. Und wenn man den rausreisst, nach dem Verbauen, wenn er geklebt ist, haben wir sehr, sehr hohe Faserfreisetzung. Weiter schon erwähnt, Isolation, Heizungsrohr, Abschottungen bei Mauerdurchbrüchen, wo man halt etwa die Asbestküsse verwendet hat. Bei Öfen, Backofen, Chemie, wo man Asbestschnür eingesetzt hat. Dichtungen, aber auch im Kleber von Wand- und Bodenblättchen, ist vielleicht bei vielen nicht bekannt gewesen. Ist bis vor langem auch nicht so stark thematisiert worden von der SUVA aus, weil man immer davon ausgegangen ist, ja, ist ein relativ kleiner Anteil, 0,01 bis 0,1 Volumenprozent. Und dann ist es noch fest eingebunden in dieser Zementmatrix. Aber das täuscht. Wenn man das also mechanisch bearbeitet, haben wir hier ein wahnsinnig höchstes Faserfreisetzungsvermögen. Ich zeige euch das später auch noch aufzeigen. Deckenplatten, Akustikplatten, Akustikputz. Ihr seht, also die Aufzählung ist sehr weitläufig, gerade im Bau. Es sind über 3000 Produkte bekannt, die mit Asbest eigentlich Fasern versehen sind. Kurzer Film schnell. Typisch für Asbest ist die leichte Spaltbarkeit in der Längsachse zu feinsten Fasern. Werden diese Asbestfasern eingeatmet, können sie bei einer bestimmten Größe bis in die Alveolen vordringen und dort stecken bleiben. Asbestfasern weisen eine außerordentliche chemische und biologische Beständigkeit auf, sodass sie vom Körper fast nicht mehr beseitigt werden können. Dadurch entstehen Lungenkrankheiten, unter anderem das maligne, bösartige Mesothelium. Es gehört zu den aggressivsten Tumoren überhaupt. Die Latenzzeit von der Exposition bis zum Ausbruch des Tumors beträgt 20 bis 40 Jahre. Das maligne Mesothelium entsteht im Lungen- und Brustfell oder seltener im Bauchfell. Die meisten malignen Mesotheliome werden leider erst im fortgeschrittenen Stadium entdeckt. Eine Heilung ist heute noch meist nicht möglich und die Lebenserwartung nach der Diagnose dieses Tumors ist im Allgemeinen gering.
Also kommen wir zu den gesundheitsgefährdenden Eigenschaften von diesem hochgelobten Material früher. Beim Bearbeiten von festgebundenen Blatt, aber selbstverständlich auch von schwach gebundenem Material, werden Fasern freigesetzt. Und wie schon erwähnt, tun sich die Fasern nachher in der Länge noch immer weiter aufspalten. Bei schwach gebundenem Asbest oder Spritzasbest, losem Asbest, kann das allein durch Vibration oder Luftzug stattfinden. Also braucht nicht einmal eine Bearbeitung für das. Aus diesem Grund gibt es eine gewisse Sanierungspflicht bei wirklich losem oder schwach gebundenem Asbest. Weiter nehmen wir die Asbestfasern über unsere Atemwege auf und gehen, wie gehört vorher, eigentlich bis zu äußerst in die Alveole, in den Luftbläschen und bleiben dort stecken. Dort probiert nachher der Körper eigentlich die abzubauen mit den Fresszellen, mit den körpereigenen aggressiven Stoffen. Und weil das nicht gelingt, gibt es dort einfach dementsprechend nachher die Schäden am Gewebe und im Erbmaterial der Zellen. Was gibt es für Krankheiten? Also in erster Linie braucht es mal eine gewisse Expositionsdauer, einen Zeitfaktor. Also ich glaube, einmal 10 Minuten, ein paar 10'000 Fasern einschnaufen, macht die grosse Mehrheit der Leute nichts. Aber das heisst nicht, was es nicht so sein kann. Die Disposition von jedem Menschen ist anders. Aber so wird es eigentlich bei uns gehandhabt. Plus eine gewisse Konzentration von lungengängigen Asbestfasern, so wie sie eigentlich definiert sind, wie ich es vorher gesagt habe. Weiter braucht es eine Latenzzeit, also die Zeit vom Einschnaufen, bis nachher eigentlich eine Reaktion passiert, wo ein Schaden entsteht. Ist beim Asbest, bei der Asbestfaser 10 bis 40 Jahre, eher bei 40 Jahren vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, wie wir jetzt haben feststellen. Und das macht das Ganze noch nicht wirklich einfacher zum Handeln. Man kann die Leute auch nicht dementsprechend so gut sensibilisieren auf das. Das ist nicht wie wenn jemandem du sagst, ja, wenn du dort an die Absturzkante stehst, machst du dir weh, wenn du runterfällst. Es ist immer relativ schwierig, jemandem zu sagen, wenn das einschnauf ist, zu viel einschnauf ist, kann daraus irgendeine Krankheit entstehen. Krankheiten, die es gibt, wenn man von gutartig reden kann, bei Krankheiten, ist das Pleuraplaque. Das ist eine gutartige Brustfellvernarbung. Nachher kommt aber schon die Asbestose, Asbeststaublunge, wo nachher eine Bindegewebvermehrung ist eigentlich in der Lunge innen und die Lungenfunktion dementsprechend auch einschränken. Also das ist dann schon problematischer. Weiter das Bronchialkrebskarzinom, also der Lungenkrebs. Da hat man dann schon wieder von grösseren Problemen, von bösartigen eigentlich Bindegewebe. Und zum Schluss, wie vorher gehört, das maligne Mesotheliom, wo ausschließlich eigentlich, man sagt, auf Asbest zurückzuführen ist, im Bauch- und Brustfell, wo meistens maximal noch etwa 1,5 bis 2 Jahre Lebensdauer nachher vorhanden ist. Das Verbot, habe ich schon erwähnt, ist seit 1990 eigentlich Erzeugnisse und Gegenstände herzustellen oder einzuführen, 1990 gekommen. Ich habe hier so ein Einführungsblatt, ein Infoblatt von der Eternit reinkopiert. Wie schon erwähnt, hat man 1980 angefangen eigentlich mit Umstellen von der asbestfreien Produktion. Also allemal hat man das Problem erkannt und gleich ist es nachher noch gut 10 Jahre gegangen, bis eigentlich die letzten Produkte asbestfrei waren. Die letzten Produkte sind 1990 hergestellt worden. Es kann gut sein, was gewisse Unternehmungen dort nachher noch Stock im Lager hatten und verbaut worden sind, vielleicht bis 1994, 1995. Das ist das, was wir etwa kritisch fragen. Ich glaube, der Herr Allenbach geht hier auf das Problem auch noch ein bisschen ein. Kommen wir zu dem Asbestimport. Angefangen hat das bei der Jahrhundertwende schon, wo man eigentlich so Material eingeführt hat. Wirklich davon anziehen hat es nachher nach dem Zweiten Weltkrieg. Und der Höhepunkt haben wir eigentlich in der Verwendung 1970 bis 1980 gehabt, wo wir über 20'000 Tonnen pro Jahr importiert hat, also eine recht grosse Menge. Ist nachher wieder rapid runtergegangen, bis 1990, 1994 das Asbestverbot gekommen ist. Einzelne Produkte durfte man dort noch einführen, die dementsprechend versiegelt waren. Wenn man jetzt hier dazu Mesotheliomfälle anschaut, die wirklich ausschließlich auf Asbest zurückzuführen sind, sieht man gut, wie parallel sich das verschiebt. Von 1970, 1975, wenn wir die Mitte nehmen, zwischen 1970 und 1980 bis heute.
gleich 2015, 40 Jahre, sehen wir hier eigentlich schön parallel sich das verhalten. Heute haben wir jedes Jahr über 100 Asbestote, also eine ganz grosse Anzahl. Und wir hoffen schwer, dass man mit der Prognose, die kommt, richtig annimmt, dass die jetzt fest wieder runtergeht. Aber wie gesagt, es ist eine Prognose, wir wissen das nicht. Wegen dem sicher auch die Prävention, die man sehr aktiv jetzt betreiben, was wir nicht in neuen Branchen, in anderen Branchen in 30, 40 Jahren das Problem wieder haben. Man muss sehen, 85% der Gebäude, die in der Schweiz stehen, sind vor 1990 erstellt. Und die kommen jetzt alle eigentlich Reparaturen, neue Generationen, Rückbauten, Sanierungen. Und dort entsteht das Problem der Bearbeitung dieser Materialien. Todesfälle, die ist nicht ganz aktuell, nur bis 2011. Ich werde auch nicht allzu fest eingehen. Darauf ein Drittel der Todesfälle ist im Bau Haupt- und Nebengewerbe. Und wenn man ein bisschen schaut, wo, sehen wir Schreinereien, sind relativ stark vertreten. Elektroinstallationen haben wir einen grossen Teil. Wir haben aber auch viele Plattenlecker, Bauhauptgewerbe. Wir haben viel Gebäudetechnik drin, etwas weniger Moler, Gipser und auch Dächer, Fassaden dort. Ich sage jetzt im Verhältnis eher weniger, obwohl sie mit diesem Material arbeiten, weil sie oft an der frischen Luft mit dem arbeiten. Und man dort noch eine relativ schnelle Höhe der Mischung wieder haben und sich die Fasern mit der Luft vermischen und die Exposition einfach kurz ist. Eine kurze Zeit und eine kürzere Höhe. Also wir sehen jetzt hier also anerkannte Asbestfälle bis 2011. Wenn wir jetzt die letzten drei Jahre noch je 100 Fälle dazu nehmen, sind wir hier auf 1900 Asbesttoten, die anerkannte sind wegen Asbest. Und die Dunkelziffer ist natürlich noch viel höher und das ist doch recht. Eine höhere Zahl, die einem schon ein bisschen zu denken geben muss, ob man das wirklich seriös angehen muss. Die Exposition heute ist nicht mehr gleich, wie sie damals war, 1970 oder 1980, wo man Material produziert hat. Ich habe hier drei, vier Arbeitssituationen herausgezogen. So, wie man es machen muss, möglichst zerstörungsfrei, so Faserzementschindeln wegnehmen, wie gesagt, mit etwa 15% Weissasbest drin. Wir schauen, was die nicht brechen. Er hat hier x so Messungen gemacht, Personen dreht, also effektiv, gerade neben den Atemwegen. Und wenn man jetzt hier schaut, die zwei Personen, die hier am Arbeiten sind, haben doch immerhin 75'000 lungengängige Fasern während dieser Tätigkeit eingeschnauft. Und wenn ich hier ein bisschen vorgreife, was der Marktwert bei 10'000 Fasern ist, lungengängige Fasern pro Kubikmeter Luft, sieht man, dass man das hier doch massiv überschreitet. Das Minimierungsgebot für die öffentliche Sicherheit, das nicht SUVA zuständig ist, das BAG zuständig ist, das Bundesamt für Gesundheit und auch Vollzugsorgan ist, ist das Minimierungsgebot, das dort zählt. 10% vom MAC-Wert, das heisst 1000 lungengängige Fasern pro Kubikmeter Luft. Also das heisst, man hätte hier eine Überschreitung von einer 78-fachen Überschreitung. Eine ähnliche Tätigkeit sind die grossflächigen Wellenterneiplatten. Der Anteil ist sehr ähnlich an Weissasbest. Man könnte meinen, dass hier eine geringere Freisetzung ist, weil sie grossflächig sind, aber dem ist nicht so. Also hier reden wir jetzt schon von 116 bis 135'000 lungengängige Fasern, die die Personen während ihrer Tätigkeit einschnaufen. Also wenn man denkt, dass bei dieser Tätigkeit sicher ein Kubikmeter Luft eingeschnauft wird pro Stunde Arbeit, kann man denken, viele Fasern, die hier in die Lungen gehen. Wenn wir den Arbeitsgang weiter schauen, nachher, hier ist vielleicht eine Schnittstelle zur öffentlichen Sicherheit. Und nachher die Leute um das Gebäude sich herum bewegen. Das ist nicht eine Absperrung, wird vielerorts so gemacht. Wir haben hier das Fünfe, das ist die Übergabestelle, wo man es nachher mit dem Lift abnimmt. Dort haben wir, obwohl wir eigentlich nichts mehr an diesem Material machen, immer noch 40'000 Fasern, die man messen, bei der stationären Messung. Unten nachher das 3 und das 4. Beide etwa gleich weit Abstand von dieser Mulde sind nach wie vor zwischen 3 und 23'000 Fasern, also klar über dem Minimierungsgebot oder sogar zum Teil über dem MAC-Wert. Da ist natürlich auch mitentscheidend, woher was die Luft weht, woher was es geht. Dementsprechend kann man hier davon ausgehen, dass es hier jetzt in die Richtung zum Punkt 4 halt der Luft ein bisschen mehr gegangen ist. Aber man sieht, man macht an diesem Material eigentlich nichts mehr. Ich denke, die meisten würden hier auch nicht eine Gefährdung voraussehen,
wenn man das so sieht, die Arbeitsplatzsituation, aber die ist eindeutig vorhanden. Ein weiteres Beispiel ist das Entfernen von so FL-Unterlagen, ganz üblich bei diesen Lampen, aufs Holz geschraubt, nachher die Leuchtröhre drüber. Ist nur befestigt mit 4 Schrauben. Man hat hier zweimal die 4 Schrauben gelöst, trocken. Das kann der Elektriker sein, der das macht. Das kann aber auch sonst irgendjemand sein, der den Balken bearbeiten will, ein Mohler. Aber das kann ein Zimmermann sein. Auch bei dieser Tätigkeit reden wir von 160.000, nahe zu 160.000 lungengängigen Fasern. Also 16-fache Mackwertüberschreitung allein bei diesen 8 Schrauben lösen. Und dann tut die nicht brechen, die Platten. Und das ist nicht sichtbar, und das könnt ihr nicht schmücken oder irgendwie sehen. Also die Gefährdung ist sehr schwer zu erkennen hier, aber ist vorhanden. Da hat man natürlich jetzt von schwachgebundenem Material, wie gesagt, von Leichtbauplatten. Und vielleicht noch als letztes Beispiel, aktuell, ist auch ganz frisch rausgekommen mit dem Plattenleckerverband, die ist die neueste Broschüre. Und zwar beim Spitzen oder Rückbauen von Fliesenkleber, also hier ist der Fliesenkleber Asbesthaltung und wie vorher schon erwähnt, in einem sehr, sehr geringen Volumenanteil von 0,01 bis etwa 0,1% haben wir hier Asbestfasern drin, festgebunden in dieser Zementmatrix sind. Und wenn ihr jetzt die Zahlen anschaut, dann kann man schon ein bisschen nachdenklich werden. Und wie viel Maus, was halt so Fliesenkleber schon gespitzt worden ist und im eigenen Haus vielleicht und nicht irgendetwas gemacht hat oder sogar geschliffen. Und da reden wir von bis zu 4 Millionen Fasern, die in der Luft sind. Könnt ihr noch ausrechnen, was das ganze Haus kontaminiert ist nachher mit diesen Fasern. Also das ist nicht nur für die Arbeitnehmer ein Problem, sondern auch für die Eigentümer der Eigenschaften oder die Mieter ein Problem. Wenn wir es ein bisschen noch genauer anschauen, also ein einzelnes Blättchen ausspitzen, sind wir schon bei 100.000 Fasern. Oder für irgendwie eine Seifenschale zu montieren, ein Loch zu bohren, reden wir auch schon von 36.000 Fasern. Selbstverständlich ist das ganz eine kurzzeitige Exposition, aber trotzdem, die Fasern sind da. Unter Umständen legen die nachher am Boden, man schaut sie wieder für die Schalpen, schaut die Fasern wieder eigentlich schauen, was sie längs noch sich spalten. Das Schlimmste ist eigentlich hier nicht das Schaben. Eine höhere Belastung hat sogar noch, wenn ihr mit dem Schäufeli und Päseli zusammenwischt, hat fast die doppelte Belastung. Wo man eigentlich das Gefühl hat, man macht etwas Gutes, oder wenn man geht, zusammensaugen, das ist auch noch etwas ganz Schlimmes, wenn man geht mit dem Sauger dahinter, bloß nachher das Ganze x-fach hinten raus. Also hier dazu braucht ihr auch einen speziellen Filter, einen H-Filter, da kommt dann nachher der Bircher von Künzi Knutti sicher noch drauf zu sprechen. Das habe ich schon ein bisschen vorgenommen, der Grenzwert am Arbeitsplatz, also die Notation ist bei allen Asbestarten C1, also krebserregend, Krankheiten, Lungenfibrose, Lungenkrebs, Mesothelium. Und wie gesagt, das ist 0,01 Asbestfasern pro Milliliter oder eben 10.000 lungengängige Fasern pro Kubikmeter Luft. Die Krebsgefährdung ist abhängig von der Stoffkonzentration, also wie viele Fasern in der Luft sind und von der Dauer der Exposition ist selbstverständlich, was eben, wenn man einmal dieser Exposition ausgesetzt ist, was das nicht gleich ist, wie jemand, der das regelmässig macht, ein Plattenlecker, der vielleicht alle Wochen einmal so ein Plattenschild abspitzt und nachher in diesem Raum sich auch weiterhin aufhält und dann arbeitet. Also die ist schon nicht weg, nachher die Kontamination, die ist in diesem Raum und wird immer wieder frisch aufgewirbelt. Wir haben dort nachher einen natürlichen Luftwechsel, der das verbessern, aber nicht entfernen. Weiter, die Arbeitsmedizin sagt ganz klar, es gibt keine mit Sicherheit unwirksame Konzentration. Wie gesagt, die Disposition von jedem Menschen ist anders. Einer muss ein bisschen mehr einschnaufen, ein anderer ein bisschen weniger. Das Material ist ein Problem und soll auch als solches erkannt werden. Und darum sollte man ganz fest darauf schauen, was man jegliche Phasenfreisetzung verhindern oder so gering halten wie möglich. Das Minimierungsgebot habe ich erläutert. Wie gesagt, das BAG zuständig. Und als best exponierte Zigarettenraucher haben ein erhöhtes nachher ein Bronchialkrebsrisiko. Das ist wie in vielen anderen Sachen so. Arbeitnehmer, die nur kurzzeitige Expositionen haben, wird nicht gesagt, ja, das ist kein Problem. Dort wird nachher die kumulative Dosis angeschaut. Also dort machen wir Arbeitsanamnesen, die schauen, was für Tätigkeiten die Person gemacht hat. Ein Faserjahr entspricht
Es tönt noch relativ viel. Einjährig, 240 Tage, während 8 Stunden, 1 Million Fasern. Dort noch wahnsinnig viel. In die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung, ich habe das hier leider nicht aufgeführt, kommt man ab 0,1 Faserjahr. Und also ein Mitarbeiter, der jährlich während 3 Tagen irgendwie mit Hochdruck gegen Faserzementplatten abspritzen, kommt also auf die 0,1 Faserjahr. Also dort noch wahnsinnig viel. Aber hat man doch relativ schnell erreicht, die 0,1 Faserjahr, wo es einen Grund gibt, was man die Leute nachher in ein arbeitsmedizinisches Vorsorgeprogramm aufnimmt und alle 5 Jahre bis zum 50. Lebensjahr nachher untersuchen und ab dem 50. Lebensjahr etwa alle 2 Jahre. Aber das tut nachher die Arbeitsmedizin in Luzern entscheiden, wer und wie oft muss jemand untersucht muss werden. Kommen wir noch zum letzten Punkt, ich habe schon fest überzogen, als Beste erkennen, richtig handeln. Also da überlegt sich hier, vielleicht auch soll ich jetzt hier mit der Trennscheibe dran Gummi schneiden. Und hier habt ihr Millionen von Fasern, wenn ihr das macht. Anfangs Januar 2009 ist die Bauarbeitenverordnung, die eigentlich für sämtliche Arbeitgeber auf dem Bau einfach eine Verordnung ist, ein Gesetz, ist ganz klar, was es eine Ermittlungspflicht gibt, bei Arbeiten eigentlich, wo man mit besonders gesundheitsgefährdenden Stoffen wie Asbest oder PCB, Pack und so weiter muss rechnen, muss man dieser Ermittlungspflicht nachgehen. Und zwar eingehend muss man dieser nachgehen. Das heisst, man muss bei diesem Gebäude eine Gebäudeanalyse machen, man muss Materialproben entnehmen, man muss die analysieren nachher bei einem Labor und dementsprechend Massnahmen planen. Das ist also ein Gesetz. Die Pflicht hat er als Arbeitgeber nachher. Die Pflicht ist beim Arbeitgeber. Über die gesetzliche Situation, da glaube ich, soll Herr Allenbach nachher noch etwas erzählen. Weiter gibt es ganz viele Publikationen. Also fest empfehlen kann ich suva.ch/asbest. Dort findet ihr das virtuelle Haus nachher. Dort könnt ihr auch ein Asbest-Inventar machen von euch selber. Da findet ganz viele Broschüren. Ihr findet den Link noch zur Arbeitsmedizin, ihr findet zuständig, oder wer zuständig ist in eurem Gebiet, wo ihr gerade tätig seid, unter www.suva.ch/was-wo. Das tue ich auch empfehlen, das was-wo, könnt ihr alles gratis bestellen. Also sämtliche Publikationen sind gratis, portofrei geliefert. Macht Gebrauch von dem und tut das euren Arbeitnehmern auch zugänglich machen, was sie mit dem auch dementsprechend konfrontiert werden. Also das hier ist die Mutter aller Broschüre, die erste, die es eigentlich gegeben hat, hier Asbest erkennen, richtig handeln, wird auch immer fortlaufend ergänzt. Ein paar Stück habe ich aufgelegt. Dazu gibt es so Factsheets. Dort wird nachher ein bisschen auseinandergenommen. Wir probieren, die Handwerker zu befähigen, Arbeiten selber auszuführen. Wir wollen, so wie es Herr Allenbach auch gesagt hat, dass man das möglichst kostengünstig machen kann. Dort, wo es möglich ist und wo keine Gesundheitsgefährdung für die Arbeitnehmer nachher besteht, wenn sie es richtig machen. Das heisst nicht, was wenn der befähigt ist, was er es einfach so machen kann, wie er will. Du, bei diesen Factsheets ist es noch ganz klar beschrieben, welche persönlichen Schutzmassnahmen was er muss treffen muss und wie er die Arbeiten muss ausführen muss. Die könnt ihr alle als PDF abladen, das sind immer 2 A4 hinten und vorne und könnt ihr gerade ausdrucken, die könnt ihr nicht bestellen. Bestellen könnt ihr aber sämtliche Broschüren, die man mit diversen Branchen und Verbänden hier erarbeitet hat und hier wirklich branchenspezifisch Lösungen gesucht hat, was sich dort dementsprechend die Arbeitnehmer auch angesprochen fühlen. Wir bringen das nicht her mit einer so einer Gesamtpublikation. Die Leute wollen sich selber erkennen in der Tätigkeit, die sie tagtäglich machen. Aufgebaut sind sie so, ist jetzt hier ein Beispiel mit dem SICO zusammen, mit dem Schreiner. Das ist so eine Broschüre. Die sind alle sehr ähnlich aufgebaut, die Broschüren. Das ist so ein Ampusystem. Hier ist sie jetzt eigentlich das Entfernen von asbesthaltigem Fensterkit, das wir hier haben, Linolkit, das etwa 1% Asbest drin hat. Hier sehen wir, grün ist eigentlich kein Problem. Der normale Gebrauch, wenn man nichts dran macht, ist keine Gefährdung, ist keine Faserfreisetzung, ist fest in diesem Linolkit einbunden, wie zum Beispiel auch in Bitumen oder eben Kunststoff oder Faserzement. Wenn man nichts dran macht, am Blättchen oder an diesen Kunststoffböden und die noch ganz sind oder auch bei den Faserzementplatten, ist das kein Problem. Dann ist das grün markiert in diesem Bereich. Das ist einfach der Bereich hier. Nachher
Der zweite Bereich ist Orange. Dort tut man den Handwerker befähigen, wie gesagt, das selber zu machen, wenn sie gewisse Schutzmassnahmen befolgen. Also jetzt in diesem Beispiel geht es darum, was man den Kitt entfernen mit Stechbeutel und Spachtel. Kann er das machen, wenn er einen Teilweg anlegt, im Freien, mit FFP3-Masken, dann geht das, wenn möglich, noch mit Quellabsaugung. Oder mit wärmenbasierenden Verfahren ist das auch möglich. Dann kann er das selber machen. Wo es nicht geht, das ist eben der Rot, den die Sanierungsfirma braucht, wie der Nachredner nachher, der Simon Bircher. Dort haben wir so eine hohe Faserfreisetzung, dort macht es keinen Sinn. Es ist einfach zu gefährlich, was das nicht richtig gemacht wird. Es werden zu viele Fasern sonst freigesetzt, es werden Räumlichkeiten kontaminiert. Und von dem her tut man hier ganz klar auf Rot machen. Hier hat der normale Handwerker nichts verloren. Wie gesagt, Gefahr erkennen, Beurteilung, richtig handeln. Hier ist es jetzt im Fall von Spritzasbest. Sehr hohe Faserfreisetzung. Hier gehört einfach ein Sanierer her und nichts anderes, Spezialfirma. Und vielleicht zum Abschluss noch die wichtigsten Regeln. Gebäude vor 1990 müssen untersucht werden. Hier hat er eine Ermittlungspflicht. Die ist gegeben, das kann also zu einem Baustopp führen. Unterdessen ist es so, ich bin fremdgesteuert, meine Tätigkeit. Ich habe Woche für Woche 5 bis 6 Anzeigen, wo ich einfach raus muss. Von Amtes wegen, muss ich dorthin gehen und wenn dort etwas festgestellt wird, muss ich die Baustelle einstellen. Und dann wird nachher halt die Ermittlungspflicht nachgehend gemacht, werden teure Reinigungen notwendig. Und von dem her tue ich wirklich ans Herz legen, wenn ihr in der Planung tätig seid und wenn ihr irgendwie in einem Planungsschritt involviert seid, tue die Leute auf das aufmerksam machen. Es gibt eine Ermittlungspflicht für gesundheitsgefährdende Stoffe. Wenn während dem Umbau, das gibt es halt auch viel, so eine das Baumaterial zum Vorschein kommt und man nicht ausschließen kann, was das Besthaltung ist. Auch dort heisst es Stopp, abklären, entweder eine Materialanalyse machen oder abklären, was es ist, wenn man es selber nicht weiss und nachher Massnahmen ergreifen und weiterarbeiten. Abklären, ob man sie selber durchführen kann, die Arbeiten, das ist legitim, das ist auch gut so. Dort, wo es nicht geht, wo man die Arbeiten nicht darf, selber durchführen, wo es auf Rot ist, braucht es eine Sanierungsfirma. Die ist von der SUVA anerkannt. Also kann nicht einfach einer sagen, ich gehe jetzt in einen Kurs irgendeinem Anbieter zur HSE oder zum Achenmal auf Kloten oder in UI oder irgendwo her. Es gibt etwa 5, 6 Ausbildungsstätten in der Schweiz, wo man sich anerkennen als Asbestsanierer, ausgebildet Asbestsanierer. Das ist ein wöchiger Kurs. Das heisst aber nicht, was der darf sanieren. Also die Sanierungsfirmen, da laufen ein Audit bei uns. Bei mir ist jetzt eben der Kanton Bern und der Kanton Solothurn, wo ich zuständig bin. Und dann führt man mit diesen Firmen 3 Probesanierungen durchführen. Die Firmen brauchen ein gewisses Equipment, wo wir hier einen Sponsor von der Best auch anwesend haben. Und der Herr Bircher wird das noch aufzeigen. Also das ist relativ umfangreich, was so eine Firma muss haben, was sie nachher kann sagen kann. Es ist eine anerkannte Sanierungsfirma von der SUVA, die so auch bescheinigt wird. Und weiter, ganz wichtig, sämtliche Personen, und mit Asbest in Kontakt kommen, regelmässig müssen gemeldet werden bei der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung. Die Arbeitsmedizin entscheidet, ob die ins Vorsorgeprogramm aufgenommen werden oder nicht. Aber sie müssen gemeldet werden. Das ist eine Pflicht. Da könnt ihr nur ein Mail machen, ambro@suva.ch. Findet das auch auf der Homepage, wo ihr das melden müsst. Sozialversicherungsnummer und den Namen von dem Herr oder dieser Dame aufführen. Und dann ist das erledigt für sie. Aber ihr müsst die melden.